Moin. Moin. Mir ist gerade ein Licht aufgegangen, Levi. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Pep. Wir müssen mal wieder was erleben. Die Leute wollen was sehen. Ne? Mhm. Also habe ich mir gedacht, wir machen einen Guide in 3 Schritten zur Mehrtageswanderung. Wir müssen die Leute aus der Komfortzone rausholen. Das ist ein kleiner Beginner-Guide. Die 3 Sachen müsst ihr abhaken und dann kann es losgehen. Ab in die Natur. Ne? Was machen wir denn jetzt? Schritt 1. Vorbereitung. Vorbereitung ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass ihr euch zusammensetzt, im Kalender einen Termin ausmacht und der Rest funktioniert von selbst. Aber mag es dann natürlich doch nochmal zu gucken, ob da nicht irgendwas noch fehlt. Ob da nicht irgendwas Neues auf dem Markt ist. Ne? Und deswegen nehme ich dich heute mal mit in mein zweites Zuhause, in meinen Lieblings-Outdoor-Laden. Nach Globetrotter. Nach Köln, Levi. So, Freunde, wir sind jetzt in der Bahn, auf dem Weg. Ich bin etwas aufgeregt, ne? Ihr seht's. Ja, ich wollte nur mal kurz eine Ansage machen mit dem Studententicket. Ich kann ja eigentlich jede Bahn nehmen, ne? Ich weiß, einige haben schon ein Auto, benutzen das auch gerne. Warum nimmt ihr nicht einfach die Bahn? Ist erstmal besser für die Umwelt und man erlebt auch immer was Nettes, ne? Ey, wir müssen raus jetzt. Wie findest du schon, oder? So emotional direkt, ja. Andere gehen hier in den Moviepark oder so. Ich gehe halt in meiner Freizeit gerne mal in den einen oder anderen Outdoor-Laden und will da ein bisschen rum. Wir müssen uns auch hier vorbereiten, ne? Niemals mit Kreditkarte da rein. Levi, du nimmst meine, ne? Und du, egal was passiert, hör mir zu kurz. Du gibst mir die nicht zurück, Levi, ne? Wenn ich auf den Knien ankomme, du gibst mir die nicht zurück. Mach ich aber auch wirklich nicht, ne? Ich habe da Tricks und so drauf. Ich verarsch dich noch. Ah, Levi, das war die falsche. Kann ich die noch einmal? Nee. Ah, siehst du, Levi? Nee. Doch sowas musst du vorbereitet sein. Okay, dann gehen wir jetzt mal rein. Okay, alles klar. Wie so ein kleines Kind, wirklich. Nein. Das glaube ich nicht. Die habe ich auch. Ach, guck mal. Nicht den dicken Stoff, den leichten. Gut. Das macht einfach Spaß hier. Ne? Ich würde jedem ans Herz legen, so einen zu holen hier, der auf dem Boden steht. Nicht so einen zum Draufschrauben hier. Ne? Folgende Sache. Das ist wackelig, ne? Das merkt ihr. Nehmt einen vom Boden. Ne? Ich kann das zum Pommes machen. Das ist eine Fritteuse. Also. Hört mir bitte zu, ne? Seid nicht einer dieser Leute, die ihr Wohnzimmer mit auf die Wanderung nehmen wollen. Ne? Die sich dann, weiß ich, noch den Einpackgrill in die Tonne kloppen. Oder hier mit Fülltrude ankommen. Ne? Freunde, das ist eine Wanderung. Ne? Beste Beispiel. Ein Toaster. Ein Toaster. Freunde, wenn ich Toast essen will, dann bleibe ich zu Hause. So nicht. Mann, wir wollen wandern gehen. Lass mich doch mal gucken hier ist das einmal. Ist wirklich in deinem Preisrahmen? Ja, ich würde da, du musst handeln natürlich, ne? Bei dem Preis würde ich anfangen, wie wär's mit 2 Scheinen? Mehr habe ich nicht dabei, 2 Scheine, was sagst du? Hier, VB, verhandelbar steht da überall drauf, glaube ich. Ah, zum Glück hat der liebe Herr mich mit einem recht robusten Schädel gesegnet. Gucken kann man ja mal. Ne? Kann man mitnehmen mal, aber das ist mir alles hier zu teuer. Ne? Ich habe immer Wäscheleine dabei, da mache ich einen Doppelknoten. Wäscheleine? Ja, yeah. Doppelknoten mit dem Karabiner und dann läuft das. Ne? Also ich brauche jetzt hier nicht so hier mit sicher und so. Ne? Also, aber nicht nachmachen da draußen. Ne? Nee, haben wir nicht. Dann unterlassen Sie das bitte. Heavy,
wenn wir jetzt Verbot bekommen, ne? In meinem Lieblingsladen. Ach, was sind das denn? Warum kann ich denn hier nicht filmen? Kennen die mich nicht? Ich kenne die doch alle. Egal, wir machen jetzt voll. Wir machen ein bisschen undercover. Gucken, dass wir trotzdem noch ein bisschen Footage kriegen, ne? Oder, Freddy? Mhm. Weil es gibt hier noch ein, zwei Dinge. Wie hier zum Beispiel. Der faltbare Taschenliter. Wenn der eine leer ist, dann kannst du den klein falten und der verbraucht keinen Platz. Ich bin schon lange auf der Suche nach der richtigen Taschenkombi. Aber meine Nalgene und der faltbare hier, ne? Ich glaube, I'm onto something da. Ist ja auch nicht an gerade, ne? Das hat irgendeiner abgeschnitten, das musst du anders abschneiden hier. Ne? Aber das ist auch Gewicht, ne? Jeder Gramm zählt. Ne? Also. Ja, guck mal, aber die hat eine Pfeffermühle, hat die. Mhm. Jetzt kannst du mir mit Gewicht sparen. Ja, aber frischer Pfeffer, so, stell das mal vor. Für Outdoor. Das eine ist ja für Outdoor, das andere geht doch auch draußen. Das andere ist für die Pfeife. Und hier Gewürz, also ein paar Kräuter so. Ist echt eine Nummer leichter, muss ich sagen. Das tut mir an. Ich meine, mit Salz und Pfeffer hast du eigentlich auch alles, ne? Gewürzschlüsselanhänger. Na, den brauche ich. Den packe ich ein. Das ist klar. Was für ein riesen Rucksack, Evi. Du hast einen total teuren Rucksack. Diese Rundungen, Levi, ne? Ja, in Blau kann der auch was, keine Frage. Ne? Ne. Absisco. Ne, ich glaube nicht, den haben wir jetzt gehabt. Lass uns doch einen teilen, lass uns doch vielleicht den hier. Was sagst du, wir legen zusammen, Levi? Wer kriegt den dann auf der Wanderung, wenn wir zusammenlegen? Ja, ich muss den erstmal eintragen. Ne? Das ist klar. Ihr könnt mit jedem Rucksack da, ne? Auf die Wanderung. Das möchte ich nur klarstellen hier, ne? Jeder Rucksack geht, auch mit dem Schulranzen. Hauptsache ihr geht wandern, ne? Mal Probe. Du darfst nicht aus dem Rücken so, ne? Du musst aus den Füßen. Ja. Und dann auch nicht zu wenig. Siehst du, der ist nicht ganz rum, ne? Ja. Du musst den ersten schon ordentlich schrumpfen. Dann durch, zack. So. Ja. Doch. Gut. Was macht das für ein Bild? Ich brauche einen zweiten Rucksack, ein Sekundärpack, das ist klar. Der muss aber zur Not auch in den großen packen, ne? Wie hier so eine Manuschka-Puppe. Der Typ macht vieles richtig, ne? Hut, abtrennbare Hosenbeine, Taschenliter, also sympathisch. Das ist eine Schaufensterpuppe. Ich sag doch nur für die Zuschauer. Nee, ne? Daran würde ich mich auch gewöhnen. Wir müssen weiter, ne? Ja. Kein Zucker schmecken. Aber wir sind ja schon seit Stunden sind wir hier drin. Ich brauche mal eine Pause. Nee, da gibt's doch nichts. Sind wir hier gleich mal fertig? Die Matten wollte ich mir angucken. Boah, das ist einfach zu warm. Kleinen Schluck. Weiter geht's. Aber kommt mir nicht mit so einer Matratze an, ne? So dick ist meine Matratze zu Hause nicht mehr. Wenn man hier schon, ne, den Finger durchsieht, würde ich die Finger vorn lassen. An den Socken sollte man nicht sparen. Ne? Gibt es irgendwas, woran man sparen kann? Ja, spart euch die Kommentare da mit Aaron, du hast keine Ahnung. Ne? Da könnt ihr mal ein bisschen sparen, denn ich weiß, was ich tue. Ne? Vielleicht auch einpacken auf die Wanderung. Man weiß ja auch nicht, vielleicht ist da ein kleiner Fluss, ne? Ja, also vielleicht. Hat es natürlich Schmutz, ne? Aber da habe ich mein eigenes. Und dann gehen wir mit dem Ding zur Kasse, oder? Wenn du mir die Kreditkarte geben würdest? Nee. Nur, Heavy, nein. Das am Anfang war ein Scherz, so, weißt du? Gib mir mal die Kreditkarte kurz. Du hast gesagt, egal was ist. Gib mir die Kreditkarte jetzt. Nee. Weg da! Du kriegst sie nicht. Okay, ab zur Kasse. Jo, Harry, Kasse, ne? Ja, wir sind fertig. Einiges angeguckt und ich habe mich auch entschieden. Anhänger kommt mit. Ne?
Der Anhänger. Das ist einfach universell. Dafür waren wir jetzt hier 4 Stunden drin. Also, ja. Hat sich doch gelohnt. Ne, Levi? Ich hab dir ganz am Anfang gesagt, man braucht nicht viel für die Wanderung, ne? Man braucht einen Rucksack und 2 gesunde Füße. Ne? Und natürlich den kleinen Anhänger. Und wie das weitergeht, ne? Mit der ganzen Planung und der Wanderung, ne? Das erfahrt ihr nächste Woche. Ne? Oder, Levi? Ja. So, erstmal Beine hoch. Ja, komm, ein Abo, komm. Nervt doch jetzt die Leute nicht. Macht doch die Augen zu, genießt mal die Sonne. Ja, ja, okay. Aber drück mal drauf. Drück mal drauf. Ja, drück echt mal drauf. Hast du schon mal einen Fuß vor den anderen gesetzt? In der Natur so? Also, komm, Eric, da muss ich mich nicht anhören hier. Ja, okay. Komm, ab nach vorne.